Der Traktor. Ein Männertraum auf Rädern. Modernste Technik trifft auf jahrhundertalte Faszination. Die fleißigen PS-Monster sind der treibende Motor unserer Landwirtschaft. Täglich entstehen im bayerischen Lauingen bei der Firma Deutz Fahr neueste, preisgekrönte Traktoren. In einer einzigartigen Fabrik, die Maßstäbe setzt. Europas modernste Traktorproduktion. Das Werk Deutz Fahr. Wir sind ein stolzes Werk mit stolzer Marke. Unsere Strategie ist die Produktion von Hochleistungstraktoren in Lauingen, made in Germany. Eine ausgeklügelte Montagestraße, die ihresgleichen sucht. Aus über 10.000 Einzelteilen entstehen maßgeschneiderte Traktoren. Eine logistische Meisterleistung. Wir sind aktuell die modernste Werk in diesem Market, in Tractor Agriculture Market. Eine niegelnagelneue Fabrik. Gesamtfläche des modernen Werks 150.000 Quadratmeter. Gebaut, um Megatraktoren auf höchstem Niveau herzustellen. Top aktuelle Standards und maximal ergonomische Arbeitsplätze. 6.30 Uhr morgens. Der Arbeitstag startet in Lauingen an der Donau. Heute sollen neue Traktoren entstehen. Alles beginnt mit der Warenanlieferung. Frisches Material von Zulieferern kommt hier täglich an. Stapler bringen die verschiedenen Bauteile in die heiligen Hallen des Traktorenwerks. Hier wird alles sortiert, zwischengelagert und für die Traktorproduktion vorbereitet. Die Idee? Jedes Bauteil wird genau im richtigen Moment zu den Montagebändern geliefert. Eine Riesenherausforderung für Cheflogistiker Alexander Bartel. Die Anlieferung erfolgt innerhalb von 2 Stunden an jeden Ort in der Montage. Somit kleine Mengen an den Montagen, keine großen Palettenanlieferungen, sondern nur die Menge, die der Werker direkt braucht zur Montage. Jedes Einzelteil muss genau zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort. Um da den Überblick zu behalten, unterstützt ein Computerprogramm die Mitarbeiter im Hintergrund. Ich sage, ohne die Logistik würde kein Traktor vom Band laufen. Wir sind immer stolz, wenn wir sehen, jeder Traktor, der tagsüber vom Band läuft, dass wir unseren Part gut gemacht haben. Dieses riesige Hochregallager ist das Herzstück des Wareneingangs. Die Bauteile lagern hier, bis diese sogenannten Knickstapler sie einsammeln. Die Knickstapler haben wir eingesetzt, weil wir dadurch Flächen einsparen. Die Gassen der Regale konnten wir wesentlich kleiner machen und somit haben wir Raum eingespart. Sonst hätten wir unsere Lagerhalle wesentlich größer bauen müssen. Raffiniert. Der Stapler knickt in den Gassen die Front einfach zur Seite. Doch der ganze Stolz von Logistiker Alexander Bartel ist das AKL, das automatische Kleinteillager. Kleine Komponenten, wie zum Beispiel Schrauben, Schläuche oder Verschlusskappen, lagern dort. Die Mitarbeiter müssen nur den Computer bedienen. Vollautomatische Greifarme schießen durch das Megaregal und sammeln die Bestellungen blitzschnell ein. Aber wie kommen die Kleinteile nun an die Montagebänder? Die Firma setzt auf ein außergewöhnliches Transportsystem, den Routenzug. Ein Routenzug kann man sich vorstellen wie ein normaler Zug, den man auf den Bahnhöfen sieht, mit Anhänger dran, mit Waggons. Wir versorgen mit diesem Routenzug unsere kompletten Vormontagen und unser komplettes Montageband. Und das befindet sich hier. Nur eine Halle weiter fängt die eigentliche Montage der Hochleistungstraktoren an. Und zwar nicht nach Schema F. Denn die Fabrik kann 17 verschiedene Modelle produzieren. Egal wann, egal in welcher Reihenfolge. Und immer bringen die Logistiker die individuell benötigten Bauteile und Ausstattungsteile zur Montagestraße. Egal welche Farbe oder Extrawünsche. Jeder Traktor hier ist ein Einzelstück. Die Basis für einen neuen Traktor sind diese 3 großen Bauteile. Motor, Getriebe, Achsen. Der Fachmann nennt das zusammen den sogenannten Kraftsatz. Nach einer kurzen Vormontage versuchen die Mitarbeiter, die 3 Teile bombenfest zu einem Strang zu verbinden.
Dabei hilft ihnen ein hochmodernes Werkzeug. Das A-Schreiber heißt, dass wir sind in jedem Moment in der Lage zu wissen, welche drei Momente haben wir erreicht, weil vielleicht sind wichtige Verbindungen auch für unsere Kunden oder für unsere Sicherheit. Am Ende unsere Traktoren, sie sind überall, sie sind in Straßen und so weiter. So wirklich eine große Verbesserung in Richtung Schraubtechnik. Der Kraftsatz ist sowas wie der Kern des Traktors und bringt später die PS auf das Feld. Die inneren Werte des zukünftigen Traktors begeistern Ingenieur Alexander Fuchs. Also die Hauptkomponenten werden in Sequenz, also das heißt auftragsbezogen, angeliefert. Sie werden hier vormontiert und dann auf die Fügestation aufgelegt und dann ganz am Ende zusammengefügt. Also das ist quasi die Hochzeit der Großkomponenten. Und das ist für jeden Traktorbauprofi etwas ganz Besonderes. Dann ist er da. Der große Moment der Hochzeit. Absolute Konzentration. Millimeterarbeit für Kevin. Man muss seine Arbeit gewissenhaft machen. Man muss sich auch im Klaren sein, dass vieles mit Sicherheit verbunden ist, was wir hier anziehen. Also man muss immer voll konzentriert sein. Irgendwann geht es einfach von der Hand. Ganz nah dran an den großen Maschinen. Für Kevin der absolute Traumjob. Das sind ja allgemein Männerfahrzeuge, so wie man sagt. Also ich glaube, das wäre für jeden Mann was. Nächster Arbeitsschritt. Ein Kran hievt den verheirateten Kraftsatz auf dieses Förderband. Es ist der Beginn Europas modernster Traktorproduktionsstraße. Ab jetzt bewegt sie den wachsenden Traktor von Station zu Station. Das Tempo ist regulierbar, je nach Produktionsvolumen. Maximal 40 Traktoren rollen tagtäglich vom Band. Als erstes soll die Hydraulik an den Kraftsatz. Die Bauteile und auch die benötigten Werkzeuge befinden sich direkt neben dem Förderband. Der Clou? Die Mitarbeiter fahren auf dem Förderband mit. So müssen sie möglichst wenig Material bewegen. Dadurch stehen die Mitarbeiter zum einen gelenkschonend weich auf Kunststoffplattenbänder und zum anderen bewegt sich das synchron mit dem Hauptband, sodass der Mitarbeiter immer seinen Werkzeugwagen griffbereit hat und das ganze Montage-Equipment und sich nicht relativ zum Traktorrumpf bewegen muss während der Montage. Das einzigartige Förderband ist extrem leise. Als es das erste Mal lief, konnten die Erbauer es kaum glauben. War leise auch für mich in meinem ersten Produktionstag hier in Lauingen, weil ich habe selbst sehr oft kontrolliert, ob Band läuft oder nein, weil wirklich war zu leise für mich. Das oberste Gebot, maximale Ergonomie bei der Montage. Die Arbeiter sollen sich nur ganz wenig bewegen und nichts Schweres schleppen. Alle Bauteile liegen in nächster Nähe griffbereit. In einer anderen Industriehalle auf dem Firmengelände entsteht parallel die Kabine des Traktors. Das heißt erstmal Stahl mit 250 Schweißnähten in die gewünschte Grundform bringen. Wir schweißen hier eine Zelle sozusagen. Ja? Unsere Aufgabe hier ist, eine sichere Zelle auszuschweißen. Wir haben hier nur reine Handschweißbetrieb. Ja? Jede Schweißnaht ist wie eine Unterschrift und ich kann das auch erkennen. Chefschweißer Jiral Rami ist besonders stolz auf seine Mitarbeiter. Also meine Kollegen sind hier alle Künstler. Ja? Und eine Kunst, entweder man kann es oder man kann es nicht. Und wir können es. Ein neues Fahrerhaus besteht an den Seiten aus den Wänden, oben aus Dachrahmen und unten dem Unterbodenblech. Jede neue Kabine muss extrem präzise verschweißt werden. Das ist schon spektakulär. Man sieht, was aus vielen Einzelteilen, was da ein fertiges Produkt rauskommt. Oder so hochqualifiziert und so hochtechnologisiert. Es ist schon phänomenal. Zwischen die Seitenwände kommen nun noch Querverbindungen für die Stabilität. Achtung, Gefahr. Da durch den Rauch vom Schweißen Krankheiten entstehen können, liegt ein besonderes Augenmerk auf der Gesundheit der Schweißer. Sie tragen eine topaktuelle Schutzausrüstung. Dieser Absaughelm filtert die Luft tausendfach mit einem Partikelfilter. Und er versorgt den Innenraum des Helms wieder mit frischer Luft. Moderner,
Und aktueller geht es nicht. Die integrierte Frischluftzufuhr ist super praktisch. Denn bei normalerweise Temperaturen von 30 bis 40 Grad unter dem Helm kühlt die eingeführte Luft den Kopf. Ein echter Komfort bei der harten körperlichen Arbeit. Eine komplett ausgeschweißte Kabine besteht aus ca. 400 Schweißnähten. Also inklusive die Vorbereitungen und komplett auszuschweißen, inklusive die Qualitätskontrolle zur Prüfung bis zur Übergabe zu der Lackierung, brauchen wir ca. 4-4,5 Stunden. Dann ist das Grundgerüst, auch Zelle genannt, schon mal fertig und bereit zur Weiterverarbeitung. Denn gleich soll das Teil gesäubert und lackiert werden, um es mit Technik zu füllen. Und später kommt die Kabine auf den Traktor drauf. Auf dem 345.000 Quadratmeter großen Fabriksgelände gibt es neben den Produktionshallen auch ein Museum und einen Besucher-Showroom. Die Ausstellung lockt jährlich tausende Besucher nach Lauingen. Denn es gibt in Deutschland eine riesige Traktor-Fangemeinde, die Landmaschinen aus nächster Nähe bestaunen möchte. Das Unternehmen hat eine lange Tradition und baut seit über 100 Jahren Landmaschinen. Über die Jahre entwickeln sich die Trecker immer weiter. Genau wie die Begeisterung für Technik, Mechanik und Fortschritt. Für viele ist es ein Kindheitstraum, einmal so einen Trecker zu fahren oder sogar zu besitzen. Oder zumindest aus nächster Nähe zu bestaunen. Die Marke ist so beliebt, dass es sogar Traktor-Fanartikel und Merchandise-Produkte im eigenen Shop gibt. Neben den Besucherräumen befindet sich Europas modernste Traktorproduktionsstraße. Zur Erinnerung. Der Kraftsatz, die Basis eines neuen Traktors, hat mittlerweile jede Menge Hydraulikzubehör verbaut. Zeit für die erste Kontrolle. Unser Mitarbeiter hier, der prüft hier an der Stelle, ob diese einzelnen Sachen richtig montiert sind und auch teilweise richtig funktionieren, wo es schon möglich ist. So ein komplexes Produkt wie ein Traktor können Sie nicht auf einmal am Schluss prüfen, sondern die müssen Sie in verschiedene Abschnitte, und dafür haben wir unsere Quality Gates. Das heißt, nach jedem so einem Abschnitt, wie jetzt hier an dem Kraftsatzband, da haben wir einen Mitarbeiter, der das Fahrzeug an der Stelle nochmal durchprüft. Ein Montagefehler, nur ein falsch eingebautes Teil, bedeutet später großen Mehraufwand und wird für die Hersteller teuer. Deswegen gibt es etliche Prüfstellen, um Fehler auszumerzen. Wie dieser weltweit einzigartige Hydraulikprüfstand. Die frisch eingebaute Hydraulik müsste jetzt schon funktionsfähig sein, wenn alle Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. Aber hat wirklich alles geklappt? Und wie funktioniert der Test? Ein Inline-Prüfstand, wie wir ihn hier betreiben bei Deutz Fahr, sind wir bei der Traktorbranche die einzigen. Wir sind dadurch in der Lage, schon die Dichtheit und die Funktion aller Hydraulikkomponenten zu testen, bevor wir in die Lackieranlage gehen und den Motor zu starten, auch ohne dass die Kabine aufgesetzt wird. Im ersten Schritt wird dabei der Traktor mit allen möglichen Betriebsstufen befüllt, also mit Diesel, Hydrauliköl, Motoröl und Getriebeöl. Danach werden die ganzen erforderlichen Messtechniksensoren aufgerüstet und dann geht dann die eigentliche Prüfung in der Prüfung. Kabine. Dann mal rein da. Irre. Auch wenn das hier noch nicht nach fertigem Traktor aussieht, ist der Motorstart schon möglich. Auch bei diesem Modell? Hier zum ersten Mal ist es so, der Motor startet mit dem angeflanschten Getriebe, mit den angeflanschten Hydraulikkomponenten und so weiter. Und hier beginnt ja der erste Herzschlag letzten Endes schon vom Traktor, bevor wir eine Kabine drauf sehen oder eine Fertiglackierung. Der Motor wird auf Herz und Nieren durchgetestet. Funktionieren alle Verbindungen oder tritt irgendwo Flüssigkeit aus? Test bestanden.
Deswegen darf der Kraftsatz als nächstes in Richtung Lackiererei. Kurze Wege. Darauf wurde beim Bau der Megafabrik besonders geachtet. Die Produktionsstraße führt wortwörtlich durch die Lackiererei. Das Besondere an unserer Lackiereranlage ist, dass wir 6 Roboter haben. Klar, ganz ohne Personal geht das Ganze natürlich auch nicht. Wir haben Mitarbeiter, die den Lack bereitstellen, für die richtige Qualität sorgen, die Qualitätsüberprüfungen durchführen und auch Mitarbeiter, die den Traktor im Vorfeld präparieren, dass nur die Stellen lackiert werden, die auch wirklich lackiert werden sollen. Ganz ohne Menschen geht es also doch nicht. Die Gefahr? Kommt Lack an spezielle Stellen, ist das schlecht für die Funktion der Bauteile. Eine große Herausforderung bei tausenden Kleinteilen. Dank Erfahrung, unzähligen Testläufen und vor allem dank Robotern kann die Lackieranlage alle Stellen, an die kein Lack soll, aussparen. Doch noch wird gar nicht lackiert. Wir haben 2 Roboter, die den Traktor abwaschen, um ihn von allen Unebenheiten zu befreien. Dann haben wir weitere 2 Roboter, die den Kraftsatz danach reinigen, also nochmal die Schöpfstellen mit Druckluft abblasen. Die modernste Traktorfabrik Europas schafft es, 17 verschiedene Modelle in der gleichen Produktionsstraße zu bauen und auch zu lackieren. Im Hintergrund läuft eine Software, die genau weiß, welcher Trecker welches Programm bekommt. Dann legen die Roboter mit der Reinigung los. Der Bau der neuen Fabrik und der Roboter-Lackieranlage hat Deutz Fahr insgesamt ganze 90 Millionen Euro gekostet. 2014 geht es los mit der Grundsteinlegung und Bauarbeiten. 2017 folgt die Eröffnung und auch der Produktionsstart der Hochleistungstraktoren. Alle Mitarbeiter tragen zusätzlich Atemschutzkleidung. Beim Auftragen der Grundierung unverzichtbar. Und im Anschluss geht er dann an die eigentliche Lackieranlage, wo der 2 Komponenten Nasslack, Decklack aufgetragen wird. Dort sind wieder 2 Roboter im Einsatz. Der eine bearbeitet die linke Traktorseite und der andere die rechte Traktorseite. Die Herausforderung beim Lackieren? Nicht jedes Treckermodell ist gleich. Und oftmals oder häufig muss unterschiedlich lackiert werden. Deswegen gibt es Hilfe von einer Software. Ein sehr aufwendiger Prozess, da wir ja nicht nur ein Traktormodell hier in Launien produzieren, sondern mehrere. Und dann gibt es natürlich auch sehr viele Kundenausstattungen. Allerdings ist die Anlage an unser ERP-System gekoppelt und so wird sichergestellt, dass immer das richtige Roboterprogramm auch zum richtigen Traktor zur Verfügung steht. Aktuell dauert ein Lackiervorgang 26 Minuten. Allerdings kann das Tempo je nach Auslastung erhöht oder verlangsamt werden. Nach dem Lackieren müssen die Schutzmatten wieder ab und der Kraftsatz wird für die entscheidende, die finale Montagephase vorbereitet. Zurück bei der Produktion der Traktorkabine. Zur Erinnerung, die Schweißarbeiten sind abgeschlossen und die nackte Kabine sicher und fest verbunden. Es folgt der nächste Arbeitsschritt. Eine chemische Behandlung in dieser speziellen 8-Zonen-Vorbehandlungsanlage. Das Prinzip? Durch das Eintauchen in verschiedene Bassins wird die Kabine gesäubert, gehärtet und schließlich auch lackiert. Durch diese Behandlung wird die Oberfläche besonders hart und widerstandsfähig gegen beispielsweise Rost. Die
Wir arbeiten hier mit chemischen Bädern, alkalischen Bädern und Bädern im Sauerbereich. Sprich, entfetten tun wir alkalisch, damit wir auch einen richtigen Entfettungsfaktor haben und bekommen, dass wir das Material richtig sauber bekommen. Und im Weiteren nach hinten arbeiten wir dann mit Bädern die Temperatur mit ca. 40 bis 50 Grad auftemperiert werden, um einen richtigen Reinigungseffekt zu erzeugen. Und im Endeffekt brauchen wir für die Zinkphosphatierung einen leichten Beizprozess, um das Material leicht anbeizen zu können, um bessere Haftung dann im Nachhinein für den Lack zu gewährleisten. Die überdimensionalen Badewannen haben einen entscheidenden Vorteil. Der Grundierungsschutz wird nicht nur an den Außenflächen gewährleistet, sondern auch innen, im Hohlraum der Kabine. Ein Gesamtdurchlauf der Komplettbeschichtung dauert etwa 3 Stunden pro Kabine. Ein weiterer Vorteil dieser Art zu lackieren? Ein schneller Trocknungsprozess, um direkt weiterzumachen. Hier läuft alles vollautomatisch. Wir bestücken die Kabinen und der Rest macht unsere Anlage selber. Wichtig ist für uns, dass die Kabine in die Hohlraumbereiche und Außenbereiche optimal Korrosionsschutz bieten kann. Und diese Sachen können wir hier mit dieser Anlage optimal ausschöpfen. Dann taucht die Kabine in ein Lackbad und erhält ihre schwarze Farbe. Es folgt der letzte Schritt in dem aufwendigen Prozess. Ein mit Druckluft betriebener Strahler bringt Pulver auf. Das steigert die mechanische Beständigkeit und rundet die Kabinenbehandlung perfekt ab. So viel Know-how kommt nicht von ungefähr, sondern hat eine lange Geschichte. Und die beginnt schon 1864. Mit der Gründung der weltweit ersten Motorenfabrik durch Nikolaus August Otto. Ein Meilenstein, die Einführung eines Dieselmotors in die erste serielle Traktorproduktion. 1927 wurde der Casani-Traktor entwickelt und produziert. Im Jahre 1942 wurde dann die Gesellschaft SAME gegründet durch Francesco Casani. 10 Jahre später, 1952, war es eine Innovation, den ersten vierradgetriebenen Traktor auf den Markt zu bringen. Und das war wirklich ein Novum für die Branche. In den folgenden Dekaden strukturiert sich die Firma immer wieder um. Zukäufe 1973 von Lamborghini und 1979 von Hürlimann, sowie jetzt den Zukauf 1995 durch die Marke Deutz Fahr vervollständigten dann unsere Gruppe. 2017 dann wird schließlich das modernste Traktorenwerk Europas eröffnet. Gefertigt werden hier jährlich rund 4000 Hochleistungstraktoren ab 130 PS für den Weltmarkt. Zurück zur Kabine. Nächster Schritt: das Innenleben. Ein mechanisches Förderband bewegt sie durch die Produktionsstraße an die verschiedenen Arbeitsstationen. Als allererstes muss ordentlich Elektronik in die Kabine rein. Ein ganz schöner Kabelsalat. Wie behält man da nur den Überblick? Also als erstes schauen wir die Variante, was bekommt ihr alles. Das steht auf den Picklisten. Und danach bauen wir eben die Maschine. Also erst mal grob und dann wird er fixiert und verschraubt. Nach der Elektronik kommen Schritt für Schritt kleine und auch große Bauteile in die Kabine, wie zum Beispiel die Pedale, der Sitz, die Armatur. Langsam sieht das schon aus wie ein Fahrerhaus. Obwohl die Traktorbranche rückläufig ist, erleben die Hersteller und Geschäftsführer Matthias Augenstein immer wieder enorme Begeisterung für ihre Produkte.
Also es gibt natürlich Kunden, die sind sehr stark markengebunden, wo der Name Deutz, Deutz-Fahr eine sehr lange Tradition hat. Junge Landwirte kommen nach, sind begeistert von dieser Technologie, die in den Traktor Einzug hält mit Elektronik, elektronischen Komponenten. Und ich denke, die Mischung aus Historie verbunden mit der neuen Technologie, das ist was ganz Besonderes in unserem Produkt Traktor. Das nächste Teil ist etwas größer. Die Kabine wird um 90 Grad gekippt, um das Dach, von den Mitarbeitern Himmel genannt, anzubringen. Dank neuester Technik und digitaler Unterstützung behalten die Hersteller immer den Überblick über die unglaublich vielen Bauteile. In einem Traktor sind ungefähr 10.000 Komponenten. Inklusive Schäle, inklusive Scheibe, inklusive Schraube. Ist klar, ungefähr 10.000 Komponenten. Plus, wir müssen auch denken, unsere Kunden kann mindestens ungefähr 100 verschiedene Optional oder Varianten, zusätzliche bestellen und so weiter. So dieser Mix ist wirklich sehr schwierig, weil ist wirklich für eine Produktionswerk, wir muss wirklich ganz gut strukturiert werden mit Stückliste, mit Engineering-Stückliste, aber auch mit einer Manufacturing-Stückliste und so weiter. Weil am Ende Material muss in die richtige Zeit, in die richtige Arbeitsplatz immer kommen. Der Käufer dieses Traktors hat sich ein grünes Dach ausgesucht. Silikon soll es nun fest mit der Kabine verbinden. Kraftvoll andrücken und dann noch zusätzlich verschrauben. Also sobald das Dach vorbereitet ist, mit Silikon eingespritzt ist, nehmen wir zwei das hoch, setzen das Dach an der Kabine an. Ich drücke es an, bis der Kollege die Schrauben fixiert hat. Dann wechsle ich auf die Kabine nach innen. Dann werden alle Kabel angeschlossen, alle Schläuche verlegt. Genau wie der Traktor ist auch jede Kabine ein auf Kundenwünsche zugeschneidertes Produkt. Jedes Fahrerhaus bekommt genau die Ausstattung, die sich der Besteller wünscht. Nächster Schritt: die schweren Glasscheiben. Die Anlieferung der richtigen Scheiben zur richtigen Kabine erfolgt just in time. Direkt neben der Montagestraße lagert das Zubehör, um die Wege maximal kurz zu halten. Natürlich unterstützt auch hier ein Kran, damit die Arbeiter keine schweren Lasten tragen müssen. Spezialkleber drauf auf die Scheiben und dann andrücken. Volle Konzentration. Die Arbeiter haben nur einen Versuch. Und der muss sitzen. Sitzt perfekt. Der Kleber härtet schnell aus und die Kabine sieht schon wie eine richtige Kabine aus. Doch was kostet denn ein Traktor eigentlich? Das hängt sehr stark von der Ausstattungsvariante und von der Größe des Traktors ab. Man kann davon ausgehen, über den Daumen 1000 Euro pro PS. Fertig ist die Kabine. Endlich ist sie bereit, um mit dem Traktor verheiratet zu werden. Trotzdem muss die Kabine noch eine letzte Hürde nehmen. Das Ende vom Kabinenband. Hier werden die Kabinen noch elektrisch geprüft, programmiert, simuliert. Und danach gehen sie dann zur QS-Prüfung und werden halt noch kleinere Mängel beseitigt. Sollte was auftauchen, dass halt die Qualität das oberste Ziel ist. Qualität, die bis heute die Menschen begeistert. Die Faszination Traktor entsteht schon in sehr jungen Jahren. So auch bei mir. Ich kann mich erinnern, dass ich im Alter von 10 Jahren das erste Mal auf einem Traktor gesessen bin. Das war ein Lamborghini-Traktor. Und ich habe mich gefühlt wie ein ganz großer, als ich auf diesem tollen Gerät sitzen durfte. Die Begeisterung für Trecker. Wer kennt sie nicht? Von klein auf spielen wir mit Landmaschinen und imitieren ihre Geräusche. So können sich auch die Kinder der Mitarbeiter und Besucher über die Spielstätte nahe der Ausstellung freuen. Schon seit unserer Kindheit sind wir also mit dem Thema Traktor vertraut.
und es wächst der Wunsch, solche Gefährte in echt zu bestaunen oder damit mitfahren zu können. Wissen Sie noch, wann Sie zum ersten Mal einen Traktor gesehen haben? Doch auch für Erwachsene wird das Thema nicht unwichtig. Kraft, Technik, Design begeistern uns heute immer mehr. Dazu kommt die enorme Bedeutung der Maschinen für unsere Landwirtschaft. Ohne sie könnten unsere Produkte für den täglichen Verzehr nicht hergestellt werden. Allein 2019 wurden in Deutschland rund 30.000 Traktoren neu zugelassen. Zurück zum Hauptwerk, Europas modernste Traktorproduktionsstraße. Der Kern des Traktors, der Kraftsatz, kommt gerade aus der Lackiererei. Das glänzende Prachtstück kommt nun wieder auf das vollautomatische Förderband. Jetzt beginnt das Finale der Montage. Der Bereich von Stefan Beesche. Bei uns kommt die Maschine aus dem Lack. Danach werden über 4 Kilometer Kabel in dem Schlepper verbaut. Dann kommt die ganze Zentralelektrik wird eingebaut. Und dann geht es weiter. Nach der Zentralelektrik kommt dann schon das Abgassystem, die ganze Kraftstofftankgeschichte und alles. Und dann gehen wir vor. Frontkraftheber, Kabine, Haube, Erststartmaschine bis zur Reifenmontage und Ablauf vom Band. Auch hier alles effizient und mitarbeiterfreundlich vorsortiert. Im Werk ist alles so angeordnet, dass die Vormontagen von den Großkomponenten wie SCR-Cut oder Rußpartikelfilter ist dann alles im Fischgrätenprinzip angeordnet, kommt dann alles auf kurze Wege über Routenzüge direkt zum Mitarbeiter. Das ist jeder Arbeitsplatz so eingerichtet, dass er zum Regal geht, sein Material holt, an den Schlepper geht, am Schlepper montiert und nicht mehr weg muss, bis er seinen Arbeitsprozess durch hat. Einsatz für Michael Schori und seine Kollegen. An ihrer Station montieren sie die Abgasanlage. Wie finden sie die modernen, ergonomischen Arbeitsplätze eigentlich selber? Ja, ist eigentlich super an sich die Arbeit. Stehen, bequem, sauber, kein Krach. Wahnsinn. Gibt's ja noch nicht so. Die Traktoren werden in die ganze Welt verkauft. Polen, Tschechien, China oder Australien. Je nach dortiger Gesetzeslage werden Feinstaubfilter und Katalysatoren eingebaut. Während der kompletten Herstellung trackt das Computersystem jedes verbaute Teil. Es ist nachvollziehbar, wann welches Teil von wem eingebaut wurde. Das dient der Qualitätssicherung. An der nächsten Station kommen jetzt die richtig dicken Dinger ins Spiel. Die luxuriöse Fahrerkabine und die aggressiv designte Schnauze. Von der Logistikseite her ist einfach wichtig, dass genau bestimmte Materialien, gerade die Großkomponenten wie die Motorhaube, die Kabine, wird alles just in time angeliefert, teilweise von den Lieferanten und kommt dann wirklich punktgenau an den Verbauort, an die Linie an. Und dann kommt der heilige Moment der Traktorbauer, die sogenannte Hochzeit. Bei uns wird die Kabine mit dem Rumpf, mit dem Kraftsatz vom Traktor verheiratet. Und das ist ein Paar, das nie wieder auseinandergeht. Und das macht dann auch das komplette Endbild vom Schlepper aus. Ein kniffliger Moment. Millimeterarbeit. Höchste Konzentration. Dann müssen die Mitarbeiter noch schnell die Schraubenbomben festziehen. Und? Passt wirklich alles? Direkt nach der Hochzeit erfolgt ein wichtiger Test, um das zu kontrollieren. Das System wird zum ersten Mal nach der Hochzeit gestartet. Funktionieren alle mechanischen Verbindungen? Maxi tritt auch kräftig die Bremsen, um herauszufinden, ob alles läuft oder irgendwo Flüssigkeit austritt. Das Ergebnis ist eigentlich gut, ist auch gut jetzt verlaufen. Die Maschine ist soweit jetzt durch und kann ich beruhigt meinem Kollegen vorüber schicken.
Und da wartet schon die nächste Innovation. Wir haben hier eine Besonderheit mit unserem Vakuumsauger. Wir können mit dem Vakuumsauger jede Haube von unserem kleinsten Typ vom Vierzylinder bis zur Serie 9 hoch können wir mit einem Vakuumsauger, mit einem Gerät quasi auf den Schlepper setzen und verbauen. Der Traktor sieht jetzt aus wie ein Traktor, ist aber noch lange nicht fertig. Gerade an den letzten Arbeitsstationen kommen große und schwere Teile zum Einsatz. Deswegen hat die Firma sich viele Gedanken über ein ausgeklügeltes Kransystem gemacht. Der Geschäftsführer Andrea De Centano war beim Bau der Fabrik federführend dabei. Alle diese Kräne sind so organisiert, dass in jeder Station, in jedem Arbeitsplatz, es gibt die Möglichkeit, mit Kran Teile zu bewegen. Es gibt auch Sicherheitsformel, dass wir müssen entwickeln und so weiter. Das heißt, wie kann der Mitarbeiter manuell bewegen und ab wann kann der Mitarbeiter muss absolut mit Kran arbeiten. Und haben wir versucht auch zu minimieren die Belastung an die Rücken von unseren Mitarbeitern. Alles, was über 15 Kilo geht, wir haben auch jedes einzelne Teil gewogen, haben wir einen Kran installiert, sodass der Mitarbeiter sich auch das Ganze einfacher gestalten kann. Eine richtig große Sache fehlt jetzt noch zum perfekten Traktorglück. Gigantische Reifen. Ohne einen Finger zu krümmen, bringen die Arbeiter die Reifen an. Trotz des enormen Gewichts sieht die Montage federleicht aus. Denn auch hier haben die Fabrikbauer nichts dem Zufall überlassen. Wir montieren hier die Reifen. Die Reifen sind sehr hoch. Ein Reifen hat ca. 2,30 Meter. Deswegen die Rampe, damit die Möglichkeit besteht, den Reifen zu montieren. Dank der automatisch hochfahrenden Rampe können die Reifen ganz bequem angebracht werden. Und das wortwörtlich am laufenden Fließband. Zurzeit bauen wir 17 Traktoren in Line, in einem totalen Mix. Das heißt, wir legen nicht in Serie auf, sondern je nach Kundenbestellung wird der Traktor gefertigt. Und wieder rollt ein neuer Traktor vom Band. Über 10.000 Einzelteile perfekt verbaut, funktionsfähig und einfach schick. Doch ohne finale Kontrolle verlässt kein Trecker das Werk. Der letzte Abschnitt in der Produktionshalle steht im Zeichen der Qualitätssicherung. Wir befinden uns hier im Finish-Bereich. Wir haben als erstes hier den Rollenbremsenprüfstand, wo unsere Maschinen auf Herz und Nieren getestet werden und alle Funktionen von einem speziellen Prüfstand abgefragt werden. Das System simuliert die maximale Belastung und verschiedene, auch kritische Fahrsituationen. Einmal Vollgas bitte. Passt. Dann weiter zum nächsten Test. Nach dem Rollenbremsenprüfstand haben wir einen Pendelhub, ja, wo wir die Achsen nochmal pendeln und prüfen. Das sieht dann so aus. Dieser Test stellt zum Beispiel eine Schräglage am Hang dar. Problemlos schafft die Landmaschine auch diese Kontrolle. Wir sind schon unheimlich stolz, dass wir unser Produkt noch wirklich den letzten Schliff verpassen. Die Maschine soll perfekt zum Kunde gehen. Und wenn wir eben noch so eine Macke feststellen, dann sind meine Jungs dafür zuständig, um das zu beheben und zu reparieren. Die finale Kontrolle. Eine detaillierte Sichtprüfung.
Der Mitarbeiter schaut sich den Traktor von unten an. Sind alle Komponenten verbunden? Tropft es irgendwo? Sein geschultes Auge schaut noch einmal alles an. Sieht gut aus. Die Ergebnisse trägt der Sichtprüfer ins System ein. Wenn alles passt, dann wird der Traktor freigegeben. Das Ziel: den perfekten Traktor abliefern. Der ganze Aufwand ist es wert. Immerhin hat so ein Traktor eine durchschnittliche Lebensdauer von 10.000 Betriebsstunden und mehr. Nach diesem Finishing wird es nochmals, wenn die Punkte gefunden sind oder Sonderausstattungen angebracht wurden, nochmals von der Qualitätssicherung überprüft. Und wenn die dann ihr Okay gibt, geht diese Maschine direkt an Versand und zum Kunde. Was hier rausgeht, muss absolut fehlerfrei sein. Lauingen in Bayern. Der Geburtsort tausender Hochleistungstraktoren. Qualität und Tradition vereint in stylischen PS-Monstern, die weltweit begehrt sind. Also unser Schwerpunkt liegt in Europa. Hier verkaufen wir die meisten Produkte aller unserer Marken. Wir liefern auch nach Australien, Neuseeland, Amerika, Kanada. Überall, wo Landwirtschaft stattfindet, werden unsere Produkte nachgefragt, werden unsere Produkte eingesetzt. Insgesamt hat die Firma schon weit über 1 Million Traktoren weltweit verkauft. Zwar ist die Traktorbranche momentan etwas rückläufig, aber bis heute spuckt die Megafabrik jeden Tag neue Maschinen aus. Jede von ihnen ist individuell gefertigt, exakt nach Kundenwunsch gebaut. Im modernsten Traktorenwerk Europas. Für jedes Einsatzgebiet die richtige Landmaschine. Egal in welchem Gelände. Egal für welche Anforderung. Um auf den landwirtschaftlichen Nutzflächen in aller Herren Länder ihren Dienst zu tun.